Ich werde heute über Eurasianismus sprechen, insbesondere über Lev Gumilyov, der da nicht auf dem Bild ist. Auf dem Bild sind der Herr Dugin und der Herr Trubetskoy. Und irgendwo habe ich mal in einem Artikel über Schnellroda gelesen, dass der Name von Dugin hier nur mit äußerster Ehrfurcht genannt wird. Davon habe ich bislang noch nichts gemerkt. Also von mir wird der Dugin jetzt keine Disse bekommen. Ich schätze ihn auch in vielerlei Hinsicht. Götz hat gesprochen von eurasischen Fantasien. Ja, so kann man das nennen. Der Eurasianismus ist eine Ideologie oder eben ein Feld von bestimmten intellektuellen Konstruktionen, das in den 20er Jahren entstanden ist, und zwar im Umfeld von russischen Exilanten. Und man bezeichnet damit im Wesentlichen, grob gesagt, eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass Russland, also mehr noch als eine Nation, eigentlich eine Art von Zivilisation ist, die weder Europa angehört noch Asien, aber eine Art Synthese aus beiden ist, aber nicht, sagen wir mal, zur Hälfte das eine, zur Hälfte das andere, sondern etwas Drittes, in dem Elemente von beidem drinnen sind. Und das ist etwas, was vielleicht, wenn man auf eine Karte schaut, erstmal einleuchtet, da ja Russland wirklich riesig ist, ein riesiger so Kontinentalsattel, der sich da so eben über einen Teil von Europa und einen Teil von Asien erstreckt. Und als ein solcher spielt er auch eine große Rolle in der Geopolitik, von der wir vorhin gehört haben. Ich habe hier beispielsweise Jordis von Lohausen, ist ein wichtiger geopolitischer Autor, den man kennen sollte, hat Russland definiert als weder Europa noch Asien, sondern das Rückgrat der eurasischen Landmasse. Das kann man sich richtig so optisch vorstellen, wenn man es versichert. Und der, ja, von Geopolitikern immer wieder zitierte Helford McKinder, ist das Herzland der europäisch-asiatisch-afrikanischen Weltinsel. Also das muss man sich so vorstellen, wenn man da drauf guckt und man hat vor sich Afrika und oben Asien, Europa, dann ist das die Weltinsel und genauso in der Mitte das Herz. Das Herz ist dann eben, wo Russland ist. Oder eben dieses Konstrukt oder diese Idee Eurasien. Und eine wichtige geopolitische Idee ist, wer eben dieses Herzland beherrscht, beherrscht auch die Welt. Das ist der Schlüssel zur Weltherrschaft. So, zwischendurch muss ich an meinem Kamillentee sippen, damit ich nicht austrockne. So, und jetzt ist es so, diese Landmasse, die hat jetzt keine eindeutig bestimmten Grenzen. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn man darauf eine politische Idee gründet. Denn man kann das ja auch ausdehnen in verschiedene Richtungen, was da zu diesem eurasischen Reich oder Staat dazugehören soll. Und dieses Eurasien ist eben jetzt nicht bloß von Russen besiedelt, die so als das Kernvolk gesehen werden, sondern halt von einer Vielzahl von anderen Völkern, unterschiedliche Kulturen, unterschiedlichen Ursprungs. Also das heißt, wir haben ja schon mal eine Begebenheit, dass das, was wir Russland nennen, eben nicht nur das Land der Russen ist, sondern dass da eben auch innerhalb der Grenzen, aber auch drumherum ein Haufen anderer Völker sind, die sehr unterschiedlich sind, also in Religion, Herkunft, Kultur. Und nun von den Eurasiern aus gesprochen, die konzipieren jetzt diesen Großraum Eurasien. Und innerhalb dieses Großraums spielen die Russen eine Rolle als Primus inter pares, also als quasi der Erste unter den Gleichen. Das ist etwas, was andere Eurasientheoretiker wie Lev Gumilyov, von dem ich noch reden werde, abgelehnt haben, nicht ganz schlüssig. Also das heißt, die eurasische Idee ist immer auch, ich schaue hier auf einen Text, den ich für die Sezession geschrieben habe, an dem handle ich mich entlang. Also die Eurasianer nannte ich, das sind Reichsideologen oder manchmal sogar auch Reichstheologen. Das würde ich von Dugin sagen, der einen stark metaphysischen Anspruch hat.
Theoretiker einer postrevolutionären ethnokulturellen Gemeinschaftsbildung unter russischer Vorherrschaft. So würde ich das definieren. Postrevolutionär, klar, weil diese Theorie entstanden ist nach dem großen Bruch der russischen Revolution. Und es gibt einige, die auch die eurasische Theorie ein bisschen als einen Cope deuten, wie man heute sagen würde. Also dieser weißen russischen Emigranten, diesem Umsturz, der sie dann zu Vertriebenen und Enteignen gemacht haben, auch einen Sinn zu geben. Ja? Ich werde nachher noch ein bisschen über Trubezkoi reden, der kam aus einem sehr alten Adelsgeschlecht, war so ein Aristokrat, also wie aus so einem Dostojewski-Roman, so ein egomanischer Aristokrat, der der ganz wichtige Begründer dieser eurasischen Theorie ist, die eben versucht hat, diesem apokalyptischen Umbruch der russischen Revolution eine Deutung zu geben. Aber ich werde nachher noch ein bisschen drauf eingehen. So, also, Russland wird als eine multinationale Nation konstruiert, unter deren staatlichen Dach eine Pluralität von Völkern einen gemeinsamen Lebensraum, aber auch ein gemeinsames Schicksal besitzt. Das ist ganz wichtig. Also man geht davon aus, dass es zwischen den Völkern eine Art Seelenverwandtschaft oder Wahlverwandtschaft, eine Affinität gibt oder, wie es Gumiljow genannt hat, eine Komplementarität. Und das ist auch eine Revision verschiedener Auffassungen in der russischen Historiografie bis dahin. Da gab es eben unter Peter dem Großen den Wassili Tatischtschew, der hat Russland geografisch ebenso aufgefasst, wie wir es heute auch meistens noch sehen. Da gibt es eine europäische und eine asiatische Hälfte und die Grenze ist halt der Ural. Und manche haben gesprochen von der Hypnose des Ural. Du schaust drauf und das scheint halt völlig natürlich zu sein. Da, wo der Ural durchgeht, da müsste eigentlich so die Grenze sein. Und das haben die Eurasier abgestritten und gesagt, naja, schauen wir es eher so horizontal an. Also, dass wir so entdecken, die wesentlichen Landschaften, ja, die Tundra, der Wald und die Steppe. Und das sind die Landschaften, die das Ganze geografisch vereinen. Und innerhalb dieser Landschaften haben wir ein Zusammenspiel eben von Slawen, Türkvölkern, Zentralasiaten. Und hier kommt nun die Idee, daraus so eine Art gemeinsame eurasische Identität zu konstruieren. Also man kann es nennen einen pan-eurasischen Nationalismus. Und das unterscheidet dann auch die Eurasianer von ihren Ahnherren, die Slavophilen des 19. Jahrhunderts. Wir hatten das schon ein paar Mal, die Slavophilen, die eben so eher die Westorientierung Russlands ablehnen, die so eine bestimmte slawisch betonte Eigenheit von Russland hervorheben. Und die Eurasianer gehen da noch einen Schritt weiter über die Slawen hinaus. Es ist kein Panslawismus. Da gehören nicht alle Slawen dazu. Da gehören nur alle dazu, die im eurasischen Raum drinnen sind. So, geht das soweit? Können mich alle verstehen? Okay, gut. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, die Eurasianer ist interessant, die waren auch sehr beeinflusst von deutschen Philosophen. Schelling und natürlich der Herder, das ist ja überhaupt generell so der Vater des Ethnopluralismus, kann man in meinem Buch nachlesen, das es auch zu kaufen gibt, drüben im Rittergut. Und auch hier haben quasi so eigentlich deutsche westliche Einflüsse ironischerweise mal wieder ihre Hand im Spiel gehabt. So, und nun war es so, sie waren natürlich Antikommunisten, sie waren alle Opfer der russischen Revolution, aber es kommt also eine merkwürdige Zwiespältigkeit in ihrem Denken zum Ausdruck, indem sie die Revolution als einen Bruch begrüßen mit dieser Verwestlichung, die im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht hat. Bruch mit der Romanow-Dynastie, einen Bruch mit der Ausrichtung nach Westen. Und insofern haben sie gehofft, dass das so eine Art, ja, apokalyptischer Kataklysmus ist, der Russland helfen kann, wieder zu sich selbst zu finden und sich von dem Westen, dessen Einfluss sie als verderblich sehen und warum, werde ich noch ausführen, ablösen kann.
Und das haben auch andere so gesehen, also ganz berühmt auch Oswald Spengler in Jahre der Entscheidung, wo er eben darüber spricht, dass Russland im Jahr 1904, als die Japaner Russland besiegt haben, sie da als eine weiße europäische Macht. Und diese Macht wird von einer farbigen Macht, die gerade eben in die Moderne abgezischt ist, besiegt. Das war auch für den Rest von Europa bereits ein Menetekel in Spenglers Deutung. Und er sieht eben in der russischen Revolution eine Reasiatisierung oder eine Asiatisierung von Russland. Die Fratze, er hat so starke Wörter, sagt, die asiatische Fratze kommt zum Vorschein. Das ist natürlich auch also in Europa im Westen als sehr schockierend wahrgenommen wurde, was sich da in Russland abgespielt hat nach der bolschewistischen Revolution. Ich habe ja auch zitiert einen vergessenen schwedischen Schriftsteller Rutger Essen. Also wirklich ein empfehlenswertes Buch, erschienen 43 auf Deutsch, die russische Gleichung. Ich habe auf Sezession im Netz mal eine längere Serie drüber gemacht. Der deutete die Revolution, und das ist ein ähnliches Denken, so als russisch-asiatische Reaktion gegen alles europäische Wesen, gegen all das, wofür St. Petersburg, diese gehasste Stadt, verantwortlich war. Und dieser Hass oder diese Abneigung auf St. Petersburg, die taucht auch immer wieder auf in den Schriften von den Eurasiern. Also bei Dugin jetzt auch wieder, das gilt dann auch so, das war das Schaufenster so in den Westen vom Peter dem Großen installiert, um da so ein bisschen ein Potemkinschen Schein zu erwecken. Aber wenn man halt dran kratzt, dann kommt was ganz anderes zum Vorschein. Ja. So, und die Eurasianer grenzen Russland und seinen Einflussbereich, der wie gesagt definierbar ist. Das heißt, man kann den ausdehnen, wenn man so will. Also die grenzen das nicht nur geografisch ab oder ethnisch, sondern auch ethnisch und kulturell, sondern auch ideologisch, also indem sie die westlichen Ansprüche zurückweisen, universalistische Ansprüche. Also die liberale Demokratie, den Fortschritt, den Kapitalismus, speziell angloamerikanischen Zuschnitts. Also es geht also auch um das Recht auf eine staatlich, kulturell, gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich anders geartete, selbstbestimmte innere Ordnung. Ne? Hier habe ich ein Buch von Trubetskoy, Europa und die Menschheit, das ist bei Ansaug rausgekommen, glücklicherweise. Das habe ich lang gesucht. Das ist vor 100 Jahren auf Deutsch erschienen. Völlig unauffindbar. Jetzt gibt es hier einen Neudruck. Und ich fand witzig, das Cover, das kann man vielleicht nicht so gut sehen, da sieht man so einen fetten, Zigarre rauchenden Kapitalisten mit einem Zylinder. Und der hat eine Marionette. Das ist dann irgendwie so ein, weiß nicht, imperialistischer Militär mit so einer Napoleon-Geste, wo er so die Hand drinnen stecken hat. Ja. Und dieses Bild, das ist natürlich das Bild vom Westen. Das ist so der angloamerikanische Kapitalist, ja, der die Welt da in so irgendwie einen Markt verwandeln möchte und der dann auch überhaupt kein Herz hat für traditionelle Werte. Also es ist im Grunde auch die Figur. Ihr kennt das sicher, die Gegenüberstellung zwischen der Landmacht und der Seemacht. Die Seemacht ist das Fluide, das britische Weltreich. Man kommt mit dem Meer überall hin. Das Meer hat keine Grenzen. Die Landmacht ist so entgegengesetzt. Die Landmacht steht für das Verwurzelte, das Unbewegliche. Und ich bin da gestoßen auf eine ganz interessante Idee. Da gibt es zwei Autoren, Ian Buruma und Avishai Margalit, die haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Okzidentalismus. Und das lehnt sich an einem Begriff von Edward Said, Orientalismus. Das war eben eine Kritik der Stereotypen, Konzeptionen, die man vom Westen aus über den Orient hat. Und Buruma und Margalit, die argumentieren jetzt, dass es auch komplementäre Bilder von Osten gibt über den Westen, die dann auch auf sehr verzerrende, hasserfüllte Karikaturen hinauslaufen.
und sogar entmenschlichend. Sie benutzen sogar das Wort entmenschlichend. Ja, im Grunde, ja, der Kapitalist da, das ist schon gar nicht mehr ein Mensch. Das ist eine Zählmaschine oder sowas. Und sie fassen das so zusammen, der Westen wird so betrachtet als eine Zivilisation von seelenlosen, dekadenten, geldgierigen, wurzellosen, gottlosen, gefühllosen Parasiten, die sind kosmopolitisch, oberflächlich, materialistisch, individualistisch, arrogant und so weiter. Also, das ist natürlich etwas, was dann auch in der Kulturkritik, sagen wir mal, der konservativen Revolution oder auch überhaupt der konservativen Strömungen im Westen eine Rolle spielt. Dass man das, was hier da so mit dem Westen identifiziert wird, von westlicher Sicht aus kritisiert. Also im Grunde ist das die aus der Aufklärung und der industriellen Revolution entstandene Maschinen-, Geld- und Konsumzivilisation, die ganzheitliche Gemeinschaften unterminiert, Heiligtümer entweiht und die Vielfalt der Kulturen nivelliert, wenn nicht gar komplett zerstört. Und das erkennen wir auch wieder im Bild des Globalismus. Also das ist quasi so ein heute gängiger Feindbegriff, in dem im Grunde genau das Gleiche angeprangert wird. So, und das ist etwas, was eben in Westeuropa entstanden ist und im Laufe der Neuzeit die ganze Welt in Besitz genommen hat, im Zug der technologischen Revolution. Das kann man natürlich nicht leugnen, dass das die ganze Welt verändert hat, dass mehr oder weniger die ganze Welt, auch andere Zivilisationen und Kulturen, wesentliche Bestandteile davon übernommen haben. Und die Fackelträger, ja, dieser säkularen, liberal-moderne sind eben halt die Vereinigten Staaten von Amerika. Zur Zeit von Trubetskoy war das noch nicht so klar. Da war es noch so eher das britische Imperium oder Frankreich. Also beim Trubetskoy gibt es sogar diesen Ausdruck, die germano-romanische Zivilisation. Also das sind alle germanischen und romanischen Völker im weitesten Sinne, die so für ihn den Westen ausmachen. Ich zitiere später noch was von Trubetskoy, weil das Spannende an Trubetskoy ist für mich persönlich, dass er nach meinem Definitionsschema ein Ethnopluralist ist. Das sind auch die meisten anderen Eurasier. Das ist eine Entdeckung, die für mich sehr spannend war. So, also, die Feinde der offenen Gesellschaft, das sind die quasi nach den Worten von Bruma und Margalit, das ist die Schurkengalerie des 20. und 21. Jahrhunderts, also die Feinde des Liberalismus. Die sehen im Liberalismus jetzt nicht Freiheit, sondern die sehen ihn in Technik, kalte Rationalität, Entwurzelung, Kapitalanhäufung. Aber sie sehen keine Spiritualität, keinen Heroismus, sie sehen keinen Glauben. Das sind all die Dinge, die für diese Richtungen eine große Rolle spielen. Und in der Schurkengalerie sind dann zum Beispiel, da heißt es so, Kriege gegen den Westen wurden im Namen der russischen Seele, der germanischen Rasse, also im Nationalsozialismus, des Staats Shinto, also unter dem imperialistischen Japan im 30er und Zweiten Weltkrieg, des Kommunismus und des Islam geführt. Also alle Feinde der liberalen westlichen Welt oder der kapitalistischen Welt kommen in diese Galerie hinein und die haben alle natürlich, da eben diese kapitalistische Welt gesiegt hat nach 1990, keinen guten Leumund. Und die Autoren Bruma und Margalit, die sind natürlich Vertreter dieses Westen und die wollen das deswegen verstehen, was diese Leute umtreibt, die den Westen hassen, ne? Damit es ihnen nicht gelingt, die Menschheit zu zerstören, so formulieren sie. Naja, und das Interessante ist, dass die gegnerische Seite das genau umgekehrt sieht. Also das Buch von Trubetskoy heißt Europa und die Menschheit, es könnte auch heißen Europa gegen die Menschheit. Vielleicht wäre es gut, wenn ich jetzt was von Trubetskoy zitiere. Also sehr interessant finde ich bei ihm diese
Kritik am westlichen Universalismus, was er nicht so nennt, was er aber meint. Und er spricht davon, dass der Chauvinismus und der Kosmopolitismus zwei Seiten einer Medaille sind. Wie kommt das? Das Argument werden wir gleich wiedererkennen, wenn wir Benoit und Eichberg und all diese Leute gelesen haben. Also Trubetskoy schreibt, der Kosmopolit lehnt die Unterschiede zwischen den Nationalitäten ab. Wenn es solche Unterschiede gibt, sind sie zu vernichten. Das ist 1922, 21. Kommt uns bekannt vor, nicht? Die zivilisierte Menschheit soll einheitlich sein und eine einheitliche Kultur haben. Das ist das, was wir heute Globalismus, One-World-Ideologie nennen. Die unzivilisierten Völker müssen diese Kultur annehmen, sich ihr anschließen und nach ihrem Eintritt in die Familie der zivilisierten Völker mit ihnen zusammen den einen Weg des Fortschritts der Welt gehen. Die Zivilisation ist das höchste Gut. In ihrem Namen muss man die nationalen Besonderheiten opfern. Und jetzt kommt aber der Trick. Betrachten wir jedoch, was für einen Inhalt die europäischen Kosmopoliten in die Ausdrücke Zivilisation und zivilisierte Menschheit hineinlegen. Unter Zivilisation verstehen sie die Kultur, welche die romanischen und germanischen Völker Europas in gemeinsamer Arbeit ausgebildet haben. Unter zivilisierten Völkern verstehen sie wiederum in erster Linie dieselben Romanen und Germanen und erst danach auch diejenigen anderen Völker, welche die europäische Kultur angenommen haben. Wir sehen also Folgendes. Jene Kultur, die nach der Meinung der Kosmopoliten alle anderen verdrängen und die ganze Welt beherrschen soll, ist die Kultur einer bestimmten ethnografisch-anthropologischen Einheit, wie die, von deren Herrschaft der Chauvinist träumt. Und so weiter. Also was damit gemeint ist, ist das, was als ein universeller Wert auftritt, in Wirklichkeit ein versteckter, partikularer Wert ist, nämlich der Wert dieser romano-germanischen Völker, die sagen, die Welt soll so aussehen wie wir, alle sollen so werden wie wir. Also, danke. Ja, das will mich jetzt noch mehr am Reden hindern. Das Argument taucht wieder beim Henning Eichberg unter anderem. Das ist der Begründer des Begriffs Ethnopluralismus. Also wer mein Buch kennt, Ethnopluralismus, weiß, dass ich davon ausgehe, dass es Ethnopluralismus nur im Plural gibt, auch wie es Universalismus nur im Plural gibt. Es gibt Ethnopluralismen und es gibt Universalismen. Aber nicht alles, was ein Ethnopluralismus ist, nennt sich auch so. Das heißt, die Ideen tauchen schon auf, bevor es diesen Ausdruck gibt, und die tauchen in verschiedenen Varianten auf. Aber es gibt so bestimmte Familienmerkmale. Und was auch immer wieder vergessen wird, ist, dass der ursprüngliche Kontext, in dem der Begriff Ethnopluralismus aufgetaucht hat, der war anti-eurozentrisch, antikolonialistisch und anti-westlich. Da ging es um die Frage der Entwicklungspolitik, beispielsweise in Afrika. Die Idee, wenn ich einem bestimmten sogenannten Dritte Weltland ein Ziel hinsetze, wo es hin muss, brauche ich natürlich auch eine Vorstellung oder einen Maßstab, warum dieses Ziel jetzt gut sein soll, warum dort jeder hin muss. Was bedeutet das, ich bin auf einer Skala von 1 bis 10 nicht entwickelt. Ja? Also die Kritik daran setzt an und sagt, dieser Maßstab, woher nimmt er seine Berechtigung? Ja, nimmt da nicht einer Maß an sich selber und legt es dann auf andere an? Und das, denke ich, ist ein sehr wichtiges Argument, eines, das mir auch sehr schlüssig erscheint. Diese Idee, alle müssen so sein wie wir, unsere Sache ist die beste, die natürlich auch, und das ist etwas Paradoxes, in jeder Kultur, die halt vital ist oder an sich glaubt, inhärent ist. Da glaubt man halt, man ist der Beste, da glaubt man halt, man hat anderen was voraus. Und manchmal kommt eben auch die Idee, dass man andere dazu erzieht, dass man so wird wie man selber. Und diese Idee findet sich ja auch im europäischen, also vor allem britischen, französischen Kolonialismus wieder, dass man die wilden
also nicht bloß ausbeutet, ja, das wäre zu einfach, sondern dass man sie auf eine zivilisatorische Stufe hinaufhebt und darin eine edle Mission sieht. Also da gibt es durchaus gute Vorsätze. Und genau das wird eben von Trubezkoi kritisiert, eben aus einer russischen Perspektive. Dass er sagt, ja, wir Russen sind doch auch so wie die, oder die anderen eurasischen Völker, wir sind doch auch so wie die Inder oder die Afrikaner, die da zu Europäern gemacht werden wollen. Wir wollen auch nicht Europäer werden. Ne? Also diese Kritik an dem universalistischen Maßstab, das finde ich sehr bedeutend und das steht natürlich im Zentrum von den meisten oder ja den meisten ethnopluralistischen Theorien, die ich als solche klassifiziere, der Kulturrelativismus. Ganz wichtig, dass du sagst, es gibt keinen universellen Maßstab für alle, sondern der Maßstab kommt aus sich selbst heraus, aus dem eigenen. Das hat auch bestimmte theoretische Schwierigkeiten, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. So. Ja, hier ist noch, genau, das erwähne ich noch. Hier beispielsweise ein Zitat von René Guénon aus Die Krise der Neuzeit oder Die Krise der modernen Welt, wie die Neuübersetzung heißt. Also aus einer esoterischen, metaphysischen, wir sagen traditionalistischen Sicht, der gleiche Gedanke, dass das, was da in der Neuzeit in Europa entstanden ist und die Welt ergriffen hat, dass das im Grunde keinen Fortschritt bedeutet, sondern etwas Schädliches ist, was vor allem den Zugang zur Metaphysik, zum Transzendenten verschüttet. Und insofern ist das, was da erwächst, auch etwas, das sich gegen bestimmte Wurzeln, Ursprünge oder ursprüngliche kulturelle Grundlagen Europas selbst wendet. Das ist auch ein Motiv, was wir immer im Auge behalten müssen, wenn wir reden ja, vom Globalismus und von all diesen Dingen, die beispielsweise danach trachten, ethnokulturelle Identitäten aufzulösen, dass das etwas ist, das aus unserem eigenen Denken entstanden ist und sich da selbst reinschneidet, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir noch und nöcher beackert. So, und hier immer ein Zitat von Guénon. Im unablässigen Eifer der ihm so eigentümlichen Bekehrungssucht ist es dem abendländischen Menschen schließlich gelungen, mit seinem überlieferungsfeindlichen und materialistischen Geist die anderen bis zu einem gewissen Grad zu durchdringen. Also das heißt, sein Einfluss auf den Rest der Welt ist stark, dass er sie durchdrungen hat. Die wollen jetzt auch so werden wie er. Während aber die erstgenannte Art des Einbruchs, also damit meint er so die so direkte, gewaltsame Kolonisation, dass man einfach ein Land erobert und beherrscht und besiedelt vielleicht. Also während die erstgenannte Art des Einbruchs schließlich bloß das Körperliche betraf, vergiftet diese hier das Denken und tötet die Geistigkeit ab. Die eine hat übrigens die andere vorbereitet und ermöglicht, sodass es dem Abendland schließlich bloß durch rohe Gewalt gelang, sich überall aufzudrängen. Es konnte aber gar nicht anders kommen, da auf ihr die einzige wirkliche Überlegenheit seiner von einem ganz anderen Standpunkt aus so minderwertigen Kultur beruht. Also was genau es sagt ist, die Überlegenheit ist nur eine Überlegenheit der Stärke, der Macht, der Brutalität. Ansonsten sieht er keine Überlegenheit, keine geistige Überlegenheit, keine, man könnte sagen, technologische Überlegenheit ist für ihn völlig irrelevant. Das ist für ihn auch rohe Gewalt, das interessiert ihn überhaupt nicht. Und er dreht hier eben dieses Bild um, dass so aus der westlichen Welt die Erleuchtung kommt, der Fortschritt, die Aufklärung. Er sagt, nein, da kommt eigentlich eine Dunkelheit und der geht im Grunde auch zuerst eine gewaltsame Inbesitznahme voran und dann eine geistige Kolonisation. Auch ein Gedanke, den wir in ethnopluralistischer Theorie immer wieder begegnen. So, und jetzt gehe ich weiter über zum Lev Gumilyov, der in meinem Artikel die Hauptrolle spielt, der aber hier nicht drauf ist.
ja, da musste ich entdecken, dass der auch ein Ethnopluralist war. Also nach meiner Definition. Ja, noch ein paar Worte über Dugin. Also, Gumilev, ja, würde ich sagen, ist der wichtigste Vordenker des Neo-Eurasianismus. Also die erste Phase ist einmal 20er, 30er Jahre, das stirbt dann aus mit diesen weißrussischen Emigranten. Spielt dann theoretisch keine Rolle mehr und mit Gumilev beginnt es ein neues Leben anzunehmen. Und der bekannteste Vertreter, also derjenige, der sich auch so als der große Papst oder Sachverwalter dieses Gedanken sieht, ist eben Alexander Dugin. Und der ist ein sehr, sag mal so, der hat die eurasische Theorie angereichert mit einem Haufen von Elementen, die das Ganze so berüchtigt schillernd machen und vielleicht auch trügerisch schillernd. Also eskatologische, nationalbolschewistische, traditionalistische, strukturalistische, konservativ-revolutionäre und postmoderne Elemente. Da ist ein Gebräu entstanden, das äußerst komplex ist und, wie ich auch sagen muss, eine Anziehungskraft haben kann. Und bei Dugin spitzt sich das alles zu, also auf einen apokalyptischen Endkampf zwischen diesen Mächten der Tradition, die ja eben in Russland oder im Russischen Reich jetzt gerade als eine Art Katechon verkörpert sieht und dem, was er nennt, den Atlantismus, das ist dann eben diese ganze angloamerikanische, globalistische, kapitalistische, moderne und das hat bei ihm vor allem auch in den, ja eigentlich schon so, seit die ganze Ukraine-Geschichte begonnen hat, 2014, hat das bei ihm so richtige Endkampfzüge angenommen. Also tatsächlich wie, dass da das Buch der Offenbarung aufgeschlagen ist und jetzt geht's los. Und wir haben diese apokalyptische Dimension schon bei den alten Eurasiern gesehen, allerdings eben in einem ganz anderen Kontext, eben bezogen auf die Apokalypse der bolschewistischen Revolution, die vielleicht Russland, also wenn es durch diesen Abgrund geht, ja, zu sich selbst führen kann. Und ja, also wie gesagt, der Dugin ist zwar hier drauf, aber ich will jetzt nicht so viel zu ihm sagen, lieber zum Gumilev, weil der nämlich bei uns nahezu unbekannt ist. Das ist auch kein Wunder, also es gibt ein einziges Buch von ihm, das übersetzt worden ist. Ich habe das hier, Von der Rus zu Russland. Ethnische Geschichte der Russen spannend erzählt. Das kam raus 2005. Das ist in Russland sogar als Schulbuch gedruckt worden und verwendet worden. Ja, spannend erzählt, das ist wichtig. Das werde ich noch ausführen, warum. Weil wir haben es hier nicht nur mit einem Historiker zu tun, sondern im Grunde auch mit einer Art von Poeten, einem Geschichtenerzähler, der sich nicht immer so ganz an die historischen Fakten gehalten hat. Aber das machen ja auch viele Historiker. Die Geschichtsschreibung hat auch eine Muse, die Clio, ist auch eine Art von Kunst und Geschichtsschreibung ist eben auch immer eine Art Konstrukt, mit dem man etwas will, mit dem man etwas politisch begründen will. Und das wollte auch der Gumilev. So, also wenn er überhaupt im deutschen Sprachraum Erwähnung findet, selten, hier habe ich was gefunden, Neue Zürcher Zeitung, August 2022, Andreas Umland, der nannte ihn, ja, der hat ihn so als einen üblen Obskurantisten hingestellt, dessen abstrusen Ideen für die zunehmende Abspaltung Russlands von Europa mitverantwortlich seien. Ja, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, die Idee, dass da halt Bücher von Gumilev oder Dugin schuld sind, dass es da so eine Kluft gibt. Das, glaube ich, überschätzt ein wenig die Kraft der Idee. Aber wir wollen die Kraft der Idee auch nicht unterschätzen. Denn in Putins Russland genießt Gumilev außerordentliches Ansehen. Mein Hauptwissen, also meine Quelle dafür ist diese recht dicke Monographie über Gumilev. Die kam raus, glaube ich, 2016. Mark Basin ist ein amerikanischer Wissenschaftler. Die Gumilev-Mystik.
also wo er sehr ausführlich erklärt, die Ideen von Gumilyov, den historischen Kontext und die Wirkung im heutigen Russland. Und diesem Buch entnehme ich unter anderem, ja, also, dass seine Werke in Millionen von Exemplaren verkauft wurden, dass er auch mit ganz großen Denkern der Weltgeschichte verglichen wird, mit Herodot, Spengler, Marx, Einstein in einem Atemzug. Es gibt Organisationen, die sich seinem Andenken widmen. Es gibt in Moskau ein Lev Gumilyov-Zentrum, Ableger in St. Petersburg und Baku. In der kasachischen Hauptstadt Astana ist eine Universität nach ihm benannt. Und im Zentrum von Kasan, der Hauptstadt von Tatarstan, kann man ein großes Denkmal bewundern. Also das ist auch in seinem Werk begründet, warum Gumilyov unter kaukasischen Völkern eine so große Verehrung findet, weil er denen sich ganz besonders intensiv gewidmet hat. Und ja, was ich auch besonders interessant finde, da ich ja auch mal Filmstudent war und, wie ihr wisst, hier mal wieder Filmvorführungen gemacht habe, ist, dass sich auch sehr viele Künstler von ihm Inspiration schöpfen. Darunter Nikita Mikhalkov, sehr bekannter Regisseur, Sergei Bodrov, bei uns nicht so bekannt, bildende Künstler wie Alexei Beljajew-Gintoft. Wenn ihr das Buch habt, Russendämmerung von Ilya Rifkin, da ist ein Bild von Beljajew-Gintoft drauf. Die haben immer wieder Gumilyov genannt als Inspiration für ihr Werk. Führende Politiker bekennen sich regelmäßig zu ihm, allen voran Putin selbst. Also Putin hat ihn mehrfach zitiert und bestimmte Schlüsselbegriffe von ihm in seine Reden eingeflochten. Darauf komme ich noch zu reden. Putin hat ihm ein außergewöhnliches Talent und eine einzigartige Wirkkraft unterstellt. Also wer war Lev Gumilyov? Also dass er jetzt so großes Ansehen genießt in Russland, ist insofern ironisch und interessant, als er den Großteil seines Lebens ein Außenseiter war im Sowjetregime. Und nicht nur das, er war auch über 13 Jahre lang politischer Häftling in verschiedenen Gulags. Und zu seiner Aura oder zu seiner Prominenz gehört dazu, dass er äußerst illustre Eltern hatte, nämlich gleich zwei der bedeutendsten Dichter dieses Jahrhunderts, Nikolai Gumilyov und Anna Achmatowa. Und sein Vater war Offizier in der kaiserlichen Armee, der wurde 1921 als Konterrevolutionär hingerichtet. Und seine Mutter, die galt zeitlebens als eine Reaktionärin, auf die man das Auge werfen muss und die eben auch mitsamt ihrem Umfeld erheblichen Repressionen erleiden musste. Und im Grunde war das einzige Verbrechen von Lev Gumilyov, dass er der Sohn dieser beiden im Sowjetregime anrüchigen Eltern war. Und die Achmatowa hat ihm auch ein langes Gedicht gewidmet, Requiem. Also die hat auch sehr gelitten darunter. Und er hatte zu ihr eine sehr enge und problematische Beziehung, also die fast schon pathologisch war, aus verschiedenen Gründen, weil er auch ein wenig ihr die Schuld gegeben hat für sein Schicksal. Und er war der einzige Sohn dieser beiden. Er verbrachte von 1938 bis 1956 insgesamt 13 Jahre in Straf- und Arbeitslagern. Also unter anderem war er einer der tausenden Häftlinge, die beim Bau eines Kanals am Weißen Meer beteiligt waren. Also unter schrecklichen Bedingungen. Da sind auch Millionen umgekommen. Und ein Großteil seines Werkes hat er auch in der Haft entwickelt, als er auch keine Bücher zur Verfügung hatte. Also nicht kaum Material, um das aufzuschreiben. Das spielt schon eine wichtige Rolle auch in der Kritik von seinem Werk, dass da vieles davon auch eine Art Fantasie ist. Und also er war nicht die 13 Jahre insgesamt, aber immer wieder so mehrere Jahre. Er war zwischendurch, ist er in die Rote Armee rekrutiert worden. Da war er bei der Eroberung von Berlin dabei unter anderem. Und nach dem Tod von Stalin gab es so Tauwetter in der Sowjetunion. Er hat dann langsam eine Nische gefunden an der Leningrader Universität als Spezialist für die Geschichte der eurasischen Steppenvölker. Das war so quasi sein Hauptgebiet, in dem er sich profiliert hat. Und das eben auch eine wichtige Rolle gespielt hat in seiner Konzeption
von Russland, seiner eurasischen Konzeption von Russland. Da werde ich gleich drauf kommen. So, also in dieser Zeit sind so die meisten seiner Schriften nur im Samizdat kursiert, also abgesehen von seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Er wurde natürlich immer wieder scharf kritisiert, aber er hatte auch im akademischen Bereich Anhänger und er hatte auch eine so unterirdische Gefolgschaft. Und im Lauf der Perestroika kam auch er zum Vorschein in diesem Tauwetter. Da wurden dann auch 1989 wurde sein Hauptwerk Ethnogenese und die Biosphäre der Erde gedruckt. Das gab es bislang nur in so Samizdat-Drucken und Abschriften. Und allmählich wurde er so eine Art lebende Legende. Natürlich auch eine legendäre Figur, also allein dadurch, dass er der Sohn dieser berühmten Eltern war, dass er dieses Schicksal im Gulag erlitten hat. Und er hat zunächst also profitiert von dieser Perestroika, aber er hat sich ziemlich rasch zu einem ihrer Kritiker entwickelt. Wie kam das? Na, ganz einfach so, weil er in dieser Entwicklung eine Bewegung hin zum liberalen Westen gesehen hat, die ihm nicht geschmeckt hat. Und etwas anderes kam noch hinzu. Obwohl er so hart gelitten hat unter dem Sowjetregime, hat er sehr also bedauert den Zerfall der Sowjetunion, also bedauert ist noch untertrieben. Er hat sich dann ziemlich rasch diesen sogenannten Rettern des Imperiums angeschlossen, die sagten, ja gut, meinetwegen muss das kommunistische System weg, aber wir wollen das Sowjetimperium behalten. Von dem er natürlich, so sagen wir mal, eine darunterliegende mythische Vorstellungen hatte, dass über, also das Sowjetimperium ist wie so eine Schicht und darunter ist Eurasien. Darunter ist die eurasische Idee. Und im Grunde ist das Regime, das herrscht, nicht so wichtig. Das kann der Zar sein oder das kann jetzt Putin sein. Und manche sagen, das war so ein bisschen eine Art Stockholm-Syndrom, dass er nun ausgerechnet das Regime verteidigt, das ihn so verfolgt hat. Aber das hatte tiefere Gründe. Und in der Jelzin-Ära, das war so diese Ära, in der man versucht hat, so aus Russland mehr oder weniger ein liberales westliches Land zu machen. Wie wir wissen, ist das sehr missglückt. Also war auch innerhalb des Landes nicht sehr populär. Diese ganze Jelzin-Ära, in der Zeit war Gumiljow ein wichtiger Bezugspunkt für Dissidenten, die dann jetzt auf eine andere Weise Dissidenten waren. Ja, also vorher waren sie Dissidenten unter dem Kommunismus, jetzt waren sie Dissidenten gegen diese Liberalisierung Russlands. Ja, und erst nach der Wende, also nachdem Putin dann so quasi aus sag ich mal, Russland wieder diese Neo- also, oder post-sowjetische Großmacht gemacht hat, so mit einem starken nationalen Bezug, einem geschichtlichen Bezug, auch einem Bezug zur Religion, da kam eigentlich so die endgültige Rehabilitierung von Gumiljow oder sein Aufstieg zur Krönung zum bedeutenden Denker. Und also seine Thesen unterscheiden sich in etlichen Punkten vom klassischen Eurasianismus. Das ist vielleicht zu detailliert, um darauf einzugehen. Ich möchte nur kurz erwähnen, ja, dass so in der Geschichte der Sowjetunion es auch eine Phase gab, in der sich unter Stalin die Sowjetunion sehr stark eurasischen Ideen angenähert hat, ohne es so zu nennen. Das hat sogar dazu geführt, dass zum Beispiel Trubezkoi gegen Ende seines Lebens sich abgewandt hat von seinen eigenen Ideen, weil er gesehen hat, was daraus unter Stalin wird. Unter Stalin gab es eine Art Revision dieser leninistischen Doktrin, dass quasi Nationen und Völker, das sind nur Zwischenstadien, die überwunden werden müssen, um einen sozialistischen Menschen zu schaffen, einen Sowjetmenschen. Das ging natürlich nicht so schnell, hat nicht so gut funktioniert und im großen Vaterländischen Krieg, wie es in Russland genannt wird, war das auch nicht sehr hilfreich, denn man kämpft halt eher für die eigene Nation, für das eigene Land, als dass man für eine abstrakte Idee kämpft wie die Arbeiterklasse. Das heißt, unter Stalin wurde so ein Slogan der Völkerfreundschaft affirmiert,
eine Politik der Betonung der nationalen Kulturen. Wenn man also ein bisschen Sowjetfilme aus der Zeit kennt, sieht man das auch. Ja? Also, dass da auch die ganzen Sowjetrepubliken nationale Geschichten bekommen. Die werden dann so geframed, dass die sich von Zarenjoch befreien. Also das ist ein nationaler Befreiungskampf. Aber sich dann eben in den Kommunismus eingliedern. Der aber das Nationale nicht zerstört, sondern bewahrt. Und nach Stalins Tod wurde diese Idee wieder fallen gelassen. Und man ging eher zu dieser Idee über, dass man doch einen einheitlichen Sowjetmenschen kreiert, dass die nationalen Unterschiede möglichst verschwinden sollen. Und das war etwas, was Gumiljow natürlich sehr heftig abgelehnt hat. Wir wissen ja, er war ein Ethnopluralist, also einer, für den der Unterschied, die Differenz ein Wert an sich ist. Und in seinem multiethnischen Reich, das er sich vorgestellt hat, sollten die Völker zwar zusammenleben, aber auch möglichst endogam voneinander abgetrennt. Also tatsächlich so, dass die sich, wie so der Begriff heißt, möglichst reinhalten, möglichst nicht vermischen, möglichst eigen bleiben. Der Spruch ist, lebt in Frieden, aber separat voneinander. Und das ist auch eine wichtige Diskussion innerhalb der ethnopluralistischen Theorie. Es gibt ja einige, die denken, der Ethnopluralismus funktioniert nur dann, wenn jedes Volk das Recht auf Selbstbestimmung geltend macht und einen eigenen Nationalstaat bekommt. Das ist natürlich schwierig, wenn die Völker nicht sauber in einem bestimmten Raum verteilt sind, sondern wenn die da mehr sowieso Flecken oder in einer Salatschüssel verteilt sind. Also wir sehen das Problem ja, das sich ergeben hat nach der Auflösung der großen Imperien nach dem Ersten Weltkrieg. Das Habsburgerreich, zum Teil auch das Deutsche Reich und natürlich auch die Konflikte, die sich dann mit dem Zusammenbruch des Zarenreichs ergeben haben. Überhaupt generell Osteuropa ist ein Problem, dass man keine sauberen Grenzen ziehen kann und sagen, was ich, da sind jetzt die Ungarn und die Rumänen. Auf der einen Seite werden immer welche sein, auf der anderen Seite. Und angeblich ist es so, ach, ich habe das mal gelesen, irgend so eine Flitzpiepe, deren Namen nicht vergessen habe, so ein Antifa-Autor, der meinte so ganz schlau, ja, wir Neuen Rechten, wir sind einerseits Ethnopluralisten, andererseits Anhänger des Großraumdenkens von Schmidt. Und beides geht doch nicht zusammen. Das Großraumdenken von Schmidt ist doch so eine Art Imperialismus. Und Ethnopluralismus bedeutet ja klein-klein, jede Nation für sich. Jede bleibt zu Hause, keiner tut was der anderen. So, haha, ist natürlich nicht der Fall. Es gibt auch eine Reichsidee des Ethnopluralismus. Also eine Idee, dass die Vielfalt der Völker innerhalb eines Reiches besser gewährleistet wird als in der Zersplitterung durch Nationalstaaten, was immer schwierig ist für kleine Völker. Aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn kleine Völker in einem großen Verband sind, weil die werden immer beleidigt sein, da jedes Reich ein Reichsvolk braucht, eines, das die Sache dominiert und zusammenhält. Ist natürlich ein großes Problem, ob das jetzt so im Habsburgerreich die deutschsprachigen Österreicher sind oder ob das im Russischen Reich die Russen sind. Aber das nur nebenbei. Also ich selber bin eher ein Befürworter der Reichsidee. Ich würde sagen, ich bin eher ein Imperialist und ich denke, dass das eine bessere Lösung, würde ich nicht sagen, aber eine Konzeption, die ich für besser halte als alter Habsburger. Aber das nur nebenbei. Und so eine ähnliche Konzeption hat sich Gumiljow eben auch gedacht für diesen eurasischen Raum. Und diesem Problem, wer jetzt das dominierende Reichsvolk ist und ob das nicht ein Problem ist für die kleineren Völker, wenn dieses Volk dann auch den anderen seine Kultur aufzwingt, ist er eher ausgewichen. Er wollte keine Hierarchie sehen zwischen den Russen und zwischen den anderen Völkern innerhalb dieses eurasischen Raums. Er hatte auch sogar eine sehr besondere Vorliebe für die Steppenvölker. Das war ja eben sein Spezialgebiet. Und das ist auch etwas, was ihm dann von manchen russischen Nationalisten immer wieder vorgeworfen wurde. So, na gut, also seine Konzeption, und das ist jetzt spannend an ihm, ja, auch in diesem Buch eben, von der Rus zu Russland, ja,
dass er eine sehr eigenwillige Revision der russischen Geschichte betrieben hat, die sich, denke ich, nicht wirklich durchgesetzt hat, die aber notwendig ist für sein Konzept. Nämlich also insbesondere diese Epoche, die man so in der Geschichtsschreibung seit dem 18. Jahrhundert genannt, das Tartarenjoch oder das Mongolenjoch, also diese Angriffe von asiatischen Steppenvölkern auf Russland. Wenn zum Beispiel einige von euch gesehen haben, den Film Andrei Rubeljow von Tarkovsky, da gibt es eine Sequenz, wo die Tataren eine russische Stadt erobern und alles niedermetzeln, also enorm eindrucksvoll. Also kriegt da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das sehe, aber das ist eben das Bild, wenn die Tataren kommen, das ist schrecklich, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Und jetzt hat Gumilyov den Versuch unternommen, wo ihm nicht viele gefolgt sind, zu sagen, naja, gut, da gab es so Plünderungen und vielleicht auch Eroberungsfeldzüge, aber im Grunde, was da passiert ist, war eigentlich nicht, dass die Russen jetzt von Tataren oder Mongolen unterworfen wurden, sondern eigentlich ist hier so etwas entstanden in diesem Konflikt, was er nennt eine Ethnogenese. Eine positive Neubewertung der Epoche des Tatarenjochs und der mongolischen Invasion, der eine ethnogenetische Funktion zuschrieb. Also insbesondere das Khanat der Goldenen Horde betrachtet er als grundlegend für die Konzeption und Entwicklung der russischen Staatlichkeit. Und der hat dann auch, ihr habt ja gesehen bei dem, viele werden auch das Tucker Carlson Interview gesehen haben, wo Putin erstmal eine halbe Stunde nur über die Geschichte Russlands referiert und dann fängt er an beim Kiewer Rus. Und was Gumilyov aber sieht darin zwei völlig verschiedene ethnische Zyklen. Also der Kiewer Rus und das moskowitische Russland sind für ihn zwei verschiedene ethnische Zyklen. Das ist nicht eins. Das heißt, für ihn fängt Russland erst an mit der Epoche dieser Mongolenkriege, in denen eigentlich das Russland von heute entsteht. Und warum will er das so? Weil er will aus Russland diese Synthese sehen aus Osten und Westen. Ja, also das heißt, dass das Mongolische und Ideen, bestimmte staatliche Ideen, die da kommen von der Goldenen Herde, dass die konstitutiv sind für das Wesen, die Eigenart Russlands. Und umgekehrt hat er auch immer wieder geleugnet und gesagt, verleugnet, dass die Russen jemals ein anderes Volk unterdrückt oder kolonisiert hätten. So wie er auch geleugnet hat, dass die Tataren das mit den Russen gemacht hätten. Er wollte eine Geschichte erzählen, die nicht unbedingt eine Harmonie, weil er konnte nicht leugnen, dass es da blutige Auseinandersetzungen gab, sondern so eine Art Verwandtschaft, Gleichgestimmtheit, ein ähnliches Schicksal, das entsteht in diesen heftigen Zusammenstößen. Die erzeugen etwas, da wird was geboren. Und dann kommt der nächste Kniff, dass er dann als eigentliches Joch nennt er dann quasi die Europäisierung unter Peter dem Großen, wo dann so deutsch-französisch orientierte Eliten die Macht übernehmen. Das ist für ihn das europäische Joch, das dann in seiner Ansicht nach Russland von sich selbst entfremdet hat. Und seine Geschichte Russlands endet auch im 18. Jahrhundert. Vorher ist das alles sehr detailliert. So. Ja, und da kommen wir zu einer sehr interessanten These, einem Begriff von Gumilyov, die ich persönlich sehr gern mag. Wir werden auch Ähnlichkeiten sehen zu Oswald Spengler. Er wird auch manchmal als der russische Oswald Spengler betrachtet. Er hat auch Spengler zweifellos gekannt und gelesen. Also das heißt, das ist nicht irgendwoher runtergefallen. Seine Theorie von Ethnogenesen hat auch die Frage gestellt, wie kommt das, dass Völker kommen und gehen, dass es einen Verfall gibt. Ja? Also er war ja einerseits ein sehr starker Essentialist, dass er sagt, ein Volk ist genetisch bedingt, das hat ein Schicksal, das soll sich auch nicht vermischen, das geht meistens schief, aber es ist ja Fakt, dass Völker nicht ewig leben, dass die verschwinden. Da braucht eine Theorie. Gerade die Steppenvölker,
die kommen und gehen, die tauchen da irgendwo aus der Steppe auf, plündern und verschwinden dann wieder in der Geschichte. Und das geht in einem ewigen Zyklus so weiter. Das ist im Grunde fast schon pessimistisch. Ja. Und hier hat er eine größere Theorie entwickelt der Ethnogenese und auch des Verfalls der Völker. Und hierzu hat er einen Begriff benutzt, der eben auch von Putin wiederholt zitiert worden ist, nämlich der Passionarnost, was man so übersetzen kann wie Passionarität, also kommt von dem lateinischen Wort Passion, und da steckt sowohl die Leidenschaft als auch die Leidensfähigkeit drinnen. Ich habe gefunden, nur kurz, ja, Putins Rede, so 2012 im Kreml, hat er so also betont, dass es jetzt darauf ankommt, dass Russland wirklich wieder ein machtvoller Spieler wird in der Weltgeschichte. Und er hat gesagt, wer die Führung übernimmt, wer in der Peripherie bleibt und unvermeidlich seine Unabhängigkeit verlieren wird, das hängt nicht nur vom ökonomischen Potenzial ab. Also das wollen wir nicht nur rein marxistisch jetzt erklären, sondern hauptsächlich vom Willen einer Nation, von der inneren Energie, die Gumilyov Passionarität nannte. Und dann hat er das Wort Passionarität so ein bisschen umgedeutet oder ein bisschen weichgespült. Die Fähigkeit, sich vorwärts zu bewegen und den Wandel willkommen zu heißen. So, also das ist ganz klar. Es muss ein Wille da sein, zu bestehen. Wenn der Wille nicht da ist, verschwindet ein Volk. Das Volk wird schwach und der Wille hält sich aber nicht dauerhaft, sondern wir sehen in der Geschichte, dass der Wille mal stärker, mal schwächer ist. Also wir können so sagen, die Passionarität bezeichnet sowas wie eine vitale Impulskraft, die aus so einem, weiß ich, biologischen, ethnischen, wie soll man sagen, einer ethnischen Gruppe erst ein Volk macht. Und hier muss man sagen, dass Gumilyov dachte, dass man seine Theorie komplett materialistisch, naturwissenschaftlich begründen kann. Er sagt auch Ethnogenese und Biosphäre. Für ihn sind Völker biologische Dinge, die auf der Welt entstehen, so wie Pflanzen, Tiere, Mineralien. Natürlich ist da die Frage, welche Rolle spielt dann die Kultur? Ist die Kultur auch biologisch bedingt? So wie ich es überblicken kann, hat er das auch nicht ganz befriedigend beantwortet. Aber die Idee ist, dass diese Passionarität, niemand weiß, woher die kommt. Er sagt aus der Biosphäre oder aus der Stratosphäre. Er hat sich da auch auf so verschiedene Wissenschaftler berufen, die diesen Begriff geprägt haben. Schwer vorstellbar, wie das funktionieren soll. Aber vielleicht stellen wir es uns so als ein mythisches Bild vor. Wenn ihr den Film gesehen habt, Odyssee im Weltraum von Kubrick, da gibt es am Anfang so Menschenaffen, die da so in einer Wüste so eine Horde haben und um Wasserlöcher kämpfen. Und plötzlich erscheint ihnen so ein Monolith aus dem Weltall. Und die Menschen, diese Menschenaffen werden halt völlig irre, und am nächsten Tag fängt dann an, so ein Affe mit so einem Knochen zu spielen, ja, und kommt drauf, dass er den als Waffe benutzen kann, und jetzt schleudert ihn so in die Luft, und dann hört man so Richard Strauss, also sprach Zarathustra, und in der nächsten Szene ist dann die eine Horde mit Knochen bewaffnet und prügelt die andere nieder. Also so ähnlich könnte man sich das vorstellen, diesen Einbruch der Passionarität. Ich meine, was ist hier für eine Frage? Die Frage nach der Ursachen der kulturellen Phänomene. Also wenn man so Denker vergleicht, jetzt wie Gumilyov oder Spengler und all die in diese Familie gehören, dann wird man sehen, dass sie für sehr ähnliche Dinge verschiedene Begriffe verwenden. Und für Spengler sind ontologische Fragen irrelevant. Er sagt, das weiß ich nicht, warum sich Formen entwickeln,
warum plötzlich so eine Idee entsteht oder eine Religion oder ein Kunststil, das ist plötzlich da. Kann mich erinnern an eine Szene aus dem Dokumentarfilm von Kenneth Clark, Civilization, den empfehle ich euch, der ist aus dem Jahr 1969, das ist so eine mehrteilige Serie, so eine Art Kunstgeschichte Europas, wirklich grandios. Und da gibt es einen Moment, wo er schreibt über die Gotik und sagt, plötzlich ist die Gotik da, überall in Europa. Binnen weniger Jahre wird überall so gebaut, wird überall so gemeißelt, Handwerk, Figuren, Skulpturen. Eine geniale Idee ist mit einem Schlag da. Und das sind Dinge, die, glaube ich, kann man nicht marxistisch oder sozioökonomisch erklären. Das greift zu kurz, aber wie kann man es überhaupt erklären? Und bei Spengler gibt es eben den Begriff der Kulturseele. Oder man kann auch Volksgeist sagen mit Hegel oder Volksseele mit Herder. Es ist einfach, man sucht einen Begriff für eine Energie, die da ist und etwas gestaltet. Und das ist eben dann beim Gumilev die Passionarität. Und die Träger dieser Passionarität, das ist wie beim Spengler, das ist zunächst nur so eine kleine Gruppe von Mutanten. So kann man sich das vorstellen. Ja? Also, das sind innerhalb dieser ethnischen Population, die da erstmal nur so geschichtslos vegetiert, plötzlich schießt die Passionarität rein und diese Mutanten beginnen dann, geniale Dinge zu machen, einen einheitlichen Stil zu entwickeln, alle anderen mitzureißen und dann entstehen Dinge, die eigentlich unerklärlich sind. Warum machen die das? Warum wollen die plötzlich was erobern? Warum wollen die eine Kathedrale bauen? Warum wollen die jetzt in die Schiffe steigen und übers Meer fahren? Das ist, was Gumilev beschäftigt hat. Die Irrationalität dieser Impulse. Vielleicht könnte ich jetzt ein Zitat von ihm lesen. So hier, das ist aus einer seiner späten Schriften, das Ende und wieder der Anfang. Das gibt es auf Englisch. Also einige seiner Bücher findet man auf Englisch im Netz, so als PDF oder auf archive.org. Könnt ihr nachschauen im Heft von Sezession, da habe ich das aufgelistet. Hier. Er schreibt, Ethnos ist ein System, erstens ein in sich geschlossenes und zweitens ein korpuskulares. Es ist ein System, das beginnt und endet. Es entsteht und es verschwindet. Um diesen Prozess zu wiederholen, braucht man Energie. Mit welcher Art von Energie arbeitet die Ethnogenese? Mit der Energie der lebenden Materie, der Biosphäre, die alle Lebewesen antreibt. Ameisen, Lemminge, Menschen, die mit und nach Kolumbus nach Amerika gingen. Die Araber, die plötzlich aus den Tiefen ihrer Halbinsel aufbrachen, von der Loire bis zum Indus und dem Pamirgebirge, ein kolossales Gebiet mit einer großen Bevölkerung eroberten. Woher kommt das? Die Energie, die wir hier sehen und die diesen Effekt in uns Menschen hervorruft, ist die Passionarität. So, und exemplarische Geschichten, also exemplarische Figuren der Weltgeschichte sind dann eben Alexander der Große oder Mohammed, Jeanne d'Arc, Alexander Nevsky, Genghis Khan, Napoleon, aber auch Michelangelo, James Cook oder Isaac Newton, also auch Künstler, Forscher, Entdecker. Das sind passionare Figuren. Und ich habe vorhin erwähnt, dass sich etliche Filmemacher bezogen haben auf Gumilev. Es gibt da auch so einen Trend in Russland schon seit einigen Jahren, historische Filme, epische Filme, die auf eine affirmative Weise wirken, anders als bei uns im Westen. Wenn jemand diesen grauenhaften Film Napoleon gesehen hat, also mir hat der Trailer gereicht. Ich habe auch einige Gewehrsleute, die es durchgesessen sind, damit ich es nicht durchsetzen muss. Aber da ist so diese Tendenz, dass man so diese große, passionare Figur, wie Gumilev sagen würde, diese geniale Figur entzaubert, klein macht, ja, sie psychoanalytisch erklärt, ja, mit sexuellen Frustrationen oder was auch immer. Und dann kommen halt Filme raus. Ich meine, es ist schon ein Kunststück, bei einem Mann wie Napoleon einen schlechten Film zu machen, indem man ihn so langweilig uninteressant macht. Ja. Das ist eine Leistung, das zu machen. Ja. Und trotzdem gibt es diese Energie unter den Künstlern im Westen, das zu machen. Was dann rauskommt, ist witzlos. Wogegen in Russland Filme eher dieses Heroische, da gibt es zum Beispiel einen Film über Genghis Khan, da ist Genghis Khan der Gute. Ja.
Oder es gibt einen Film, Nomad heißt auf Englisch, da geht es auch um so einen Fürsten von so einem Steppenvolk. Das sind alles Filme, die haben so Gumiljowsche Anklänge und die sind natürlich nicht dekonstruktiv. Also man kann zumindest an diesen Filmen ablesen, dass zumindest vom Staat oder von der kulturellen Dominanz so etwas erwünscht ist. Filme, die passionare Impulse haben, nicht so wie bei uns Filme, die alles eher so runternudeln. Ja. Und jetzt ist es halt so, diese Passionarität ist etwas, das einen Höhepunkt erreicht und dann vergeht. Die hält nicht ewig an. Man kann nicht immer auf dem Gipfel sein. Ja. Und da hat Gumiljow dann, so ähnlich wie Spengler, aber noch viel detaillierter, ja, er dachte, man kann da ein wissenschaftliches System entwickeln, in dem man exakt voraussagen kann, wie der Zyklus eines Ethnos abläuft, auch wenn es da immer wieder Abweichungen gibt hin und her. Er hat berechnet, dass so der Zyklus eines Volkes etwa 1200 Jahre ist. Das spielt auch eine Rolle in seiner Neukonzeption des russischen Ethnos, denn wenn man den Beginn des russischen Ethnos mit dem Kiewer Rus ansetzt, dann sind schon mal ein paar Jahrhunderte mehr drauf, dann wären die Russen schon in einer viel späteren Phase, als sie nach Gumiljows jetzigem Konzept sind. Und nach seinem jetzigen Konzept würden sie in den goldenen Herbst übergehen. Also es ist so, es gibt einen primären Passionarstoß. Stellt euch vor, den Monolithen vom Kubrick, da schießt jetzt eine kosmische Energie rein in die Eliten, die sind von einer Kulturseele beseelt und ziehen los und erobern mal was oder schaffen eine Zivilisation. Also das kommt dann im Lauf der Entwicklung. Eine Inkubationsphase, eine Phase des manifesten passionalen Anstiegs, schließlich die akmetische Gipfelphase, in der sich die passionalinspirierte Ethnie zu einem Superethnos entwickelt. Das ist auch ein wichtiger Begriff. Also zu einer Zivilisation, die über ihren Ursprungsort hinauswirkt. Das, was ich vorhin vom Trubezko erwähnt habe, diese Idee einer germano-romanischen Zivilisation wäre ein Superethnos. Er hat innerhalb der Sowjetunion, hat Gumiljow 7 Superethnien gezählt. Großrussisch, dazu gehören Russen, Weißrussen, Ukrainer. Steppisch, dazu gehören etwa Kasachen, Tataren, Kalmücken. Islamisch, dazu gehören Turkmenen, Usbeken. Westeuropäisch, dazu gehören Litauer, Esten, Letten. Also ihr seht, da ist auch das Baltikum drin in dieser Konzeption, was die Balten wahrscheinlich nicht so erfreuen wird. Arktisch, also Tungusen, Kanten, Evenken. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Völker existieren. Ich musste das nachschauen. Viele von denen existieren auch nur mehr in so einigen hundert Exemplaren. Und schließlich Byzantinisch, dazu zählt er etwa Georgier, Armenier und Jüdisch. Das sind die Superethnien innerhalb der Sowjetunion, innerhalb, wenn die Sowjetunion nur so eine Schicht über diesem eurasischen Atlantis ist, dann ist es innerhalb dieses Raums. Ja. Und im Lebenszyklus der Ethnien folgt auf die akmetische Phase, aus dem Höhepunkt eine Umbruchsphase, die vom starken Abfall der Passionarität der Superethnik gezeichnet ist. Und diese Phase kann nichtsdestotrotz von starken Unruhen und gewaltsamen Konflikten gekennzeichnet sein. Das ist für ihn das 20. Jahrhundert. Also dieses schreckliche Jahrhundert mit bolschewistischer Revolution und Stalinismus und Kriegen und so. Und seine Vorstellung war, dass nach dieser tumultartigen Phase Russland jetzt in eine Art goldene Spätzeit treten wird, was natürlich eine schöne Vorstellung ist und wo man sich natürlich auch leicht vorstellen kann, warum diese Idee auch gern propagiert wird. Also eben auch von Mächtigen, so wie Putin. So, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Wie lange rede ich denn schon? Erik, hast du schon? Ja, da komme ich halt zum Schluss langsam. Gut, ja, also ich habe bereits erwähnt, Gumiljows Konzeption hat einen naturwissenschaftlichen Anspruch, den sie nicht so recht einhalten kann. Es gibt auch so verschiedene Widersprüche, die für mich nicht ganz aufgehen. Also einerseits betont er benutzt eine Sprache, die aus der Genetik kommt. Andererseits ist für ihn
das Ethnische, also er grenzt sich ab von der Rassenkunde. Er erkennt zwar an, dass es eben so phänotypisch verschiedene Rassen gibt, aber für ihn ist die Ethnie etwas, das sich in einem, er nennt das einem Verhaltensstereotyp niederschlägt. Und das ist so ein bisschen auch die, weiß ich nicht, der Stoff von Witzen über ethnischen Charakter. Ich könnte jetzt einen erzählen, soll ich ihn erzählen? Es gibt einen, den habe ich in einem Buch über Gomeldorf gelesen, der ist aber nicht so lustig wie mein Witz. Aber da wird klar, was damit gemeint ist. Also stell euch vor, in der Zukunft gibt es einen Krieg zwischen Vereinigten Staaten von Amerika und hypothetisch Vereinigte Staaten von Europa. Und ein amerikanischer Agent hat nun einen Franzosen, einen Deutschen, einen Engländer und einen Polen gefangen genommen, hält so die Pistole. Aber er möchte nicht schießen, um sich nicht zu verraten, und er möchte, dass die über eine Klippe springen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber ist bei vielen Witzen so. Also überlegt es nicht, wie bringt er die, ohne einen Schuss über die Klippe zu springen? Und er sagt zum Engländer, ein Gentleman würde springen, und er springt. Sagt zum Franzosen, ist jetzt Mode in Paris, und der Franzose springt. Zum Deutschen sagt er, sein Befehl, der Deutsche springt. Und der Pole sagt, na, was willst du mit mir machen? Gar nichts, die Russen haben es verboten, ich springe. Also das ist jetzt auf einen Witz gefasst, die Idee der Verhaltensstereotypen. Die werden kulturell weitergegeben, die sind nicht programmiert, nicht genetisch programmiert. Also ein Kind im Mutterleib hat noch keine ethnische Identität. Das wird erst als ein Habitus übernommen. So, gut. Also so viel zur Idee von der Ethnogenese von Gumilev. Also im Grunde bin ich jetzt recht weit abgewichen von der Uridee, die da auf diesem Schild steht, vom Wendung gegen den Westen. Mein Artikel dreht sich auch mehr um Gumilev, der halt hier wenig bekannt ist. Wie gesagt, was für mich bleibend ist, ist diese Idee der Passionarität. Ich habe das so zusammengefasst, es bricht in die biologische Existenz ein wie ein transzendenter Blitz, ruft spontane genetische Mutationen hervor, erweckt physische und chemische Energien, die die Völker zu Ruhm und Eroberung antreiben. Der Einbruch dieser irrationalen Energie führt auch zu ethnischen Mischungen, also in solchen Übergangsphasen sind ethnische Mischungen auch zwangsläufig nötig, um etwas Neues zu erzeugen. Wenn dann der ethnische Typus etabliert ist, lieber nicht, aber irgendwann, wenn alles wieder in den Schmelztiegel hineingeht, was Neues entsteht, dann kommen ethnische Mischungen. Und daraus entstehen neue Völker, neue kollektive Typen. Das ist eine Frage, die mich ein bisschen umtreibt. Ja? Also haben wir vielleicht noch eine Chance, als Europäer oder als weiße Völker, dass da etwas Neues entsteht, dass da eine Energie von irgendwoher kommt, vielleicht wie ein Gott von oben, oder dass vielleicht auch neue ethnische Mischungen entstehen, vielleicht eine Art europäischer Superethnos, der vielleicht eine neue Zivilisation schaffen kann. Ich meine, wenn man sich das nüchtern anschaut, sind das sehr verführerische Träume, und ich würde es auch so zusammenfassen, also dass die Anziehungskraft von Gumilevs Theorien jetzt weniger in ihrer wissenschaftlichen Exaktheit oder Faktizität bestehen. Die wird auch von vielen seiner Fans, also die müssen einräumen, dass viele seiner Historiografien, seiner Schriften über Steppenvölker Fantasien sind. Er ist ja nicht umsonst der Sohn von Dichtern, von Poeten. Ja? Und dieses Element war stark in ihm drinnen. Aber es sind nicht unbedingt immer die, sage ich mal, wissenschaftlich begründeten oder faktischen Ideen, die am meisten ziehen. Also ich würde sagen, die Anziehungskraft seiner Fantasien im heutigen Russland hängt wohl eher daran, dass sie einen mythopoetischen Gehalt haben und weniger, dass sie wissenschaftlich sind. Und so ist das eben meistens mit den Ideen, die die Menschen bewegen. Und damit schließe ich jetzt ab. Danke.